Psst. Ja, psst, was denn? Ich hab hier ein Geheimnis. Oh, was denn? Was ganz Leckeres. Auweia. Boah, wo hast denn das her? Von der Schwiegermutter. Oh, hat die gebacken. Was ganz Besonderes. Ui, ein Geheimrezept? Ein richtiges Geheimrezept, aber psst. Kein Verraten? Aber kein Verraten. Na dann, schnell weg. Das ist mir doof. Liebe Back- und Kochfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder in Buggys Kombüsenstudio. So langsam haben wir es ja, drauf. Ja, wird langsam. Und ihr habt schon gesehen, es wird wieder Zeit für Backen im Kombüsenstudio hier bei Buggy. Und zwar haben wir vor, so einen wunderbaren Kuchen zu machen. Ja, jetzt denkt ihr euch, naja, die Form, aha, okay, wie kriegt er denn das im Omnia hin? Nein, so wird die Form natürlich nicht. Sie wird halt Omnia-like, ne? So, wir könnten jetzt theoretisch sagen, wir haben schon mal was vorbereitet. So lügenhaft wollen wir ja nicht sein. Also, das wäre am Ende dieser Kuchen. Das ist ein Nusskuchen. Genau, also ein sehr, relativ reichhaltiger Kuchen. Aber die haben wir jetzt gar nicht bei, ne? Die Nüsse, die krokant obendrauf haben wir nicht dabei. Nee, also das kann man obendrauf machen. Ich lasse es jetzt diesmal weg. Bei mir kommt jetzt nur die Schokoglasur darüber. Also mal was anderes. Ja, der wird halt etwas, naja, was heißt einfacher. Also man kann halt oben noch Nussstücke draufpacken. So. Genau. Auf jeden Fall ein Kuchen, den ich nicht essen werde. Nee, du magst ihn ja nicht. Ich mag ihn nicht, aber weil Stefan was für seine Kollegen mitbringen möchte, haben wir einfach auf einem Sonntag gedacht, kannst ja mal einen Kuchen backen und dann haben wir den gleich. Das heißt nämlich für uns auch, wir müssen heute nicht schon wieder um Mittag los oder um 14 Uhr, nein, den backen wir jetzt hier im Van. Ja. Theoretisch, er könnte den Van essen oder halt einfach morgen mit zur Arbeit nehmen. Ich nehme den morgen mit zur Arbeit. Meine Kollegen freuen sich schon drauf. Die Kolleginnen und Kollegen, die waren schon immer so, oh, gibt es dann auch wieder eine schwarze Buchte? Ja, die schwarze Buchte wird gemacht. Genau. Jetzt kommen wir zu den Arbeitsmitteln. Ihr braucht natürlich wie immer eine Rührschüssel, das ist klar. Ihr braucht wahrscheinlich mehrere Rührschüsseln. Nee, eine reicht. Eine reicht. Ihr braucht einen Rührer, ihr braucht einen Mixer, braucht ihr wahrscheinlich. Genau, richtig. Für die Glasur brauchen wir dann noch einen Topf mit ein bisschen warmem Wasser sozusagen oder mit Wasser, wo wir das dann erhitzen können. Und gehen wir alles nach und nach durch. Und wie gesagt, den Omnia, wie gesagt, wir haben eine Kuchenform dafür, das wird darin gemacht. Zutaten. Wir brauchen Mehl. Wie viel Gramm? Hast du es im Kopf? Nee, im Kopf habe ich es leider nicht. Und das Handy ist am Laden? Das Handy ist am Laden, wie genau. Wie unprofessionell ist das denn hier? Na, dann nehmen wir das mal vom Laden weg. So. Weil wir geben jetzt euch die Zeiten schon mal an, weil ihr wisst, wenn wir das zusammenmischen, da zeigen wir es euch nicht. Wir machen das nach Rezept. Ich bringe es ja jetzt komplett durcheinander. Wir fangen an nämlich mit Margarine. Das erste Mal wird nämlich gerührt. Margarine 200 Gramm, dann Zucker 330 Gramm und wir haben 4 Eier. Und das wird erstmal schaumig gerührt. Danach geht es weiter mit den Schokoraspeln. Dann die Haselnusstüten, die beiden. Das sind 200 Gramm insgesamt. Dann haben wir noch ein bisschen Backpulver, ein halbes Paket. Wir haben Kaffee, der muss noch gemahlen werden. Das ist nämlich ein Esslöffel gemahlener Kaffee. Dann haben wir noch Zimt. Das ist Zimt. Genau. Wie gut, dass ich hier aufpasse. Genau, das ist auch so ein Teelöffel, ein halber Teelöffel. Dann haben wir noch Milch, 15 Esslöffel. Und wir haben noch Kakao, was steht denn da? Esslöffel, ne? Esslöffel. Ja, ein Esslöffel Kakao. Ja, und zum Schluss dann halt die Schokoladenglasur einmal komplett rüber. Das kommt zum Schluss. Das sind die Zutaten. Und jetzt heißt es wieder Menge, Menge, Mische, Mische, Masche, Masche, Backe, Backe. Das wird er jetzt machen und wir schauen einfach mal zu, was er da tut. Beginnen tun wir wie immer mit der Butter. Wir haben 200 Gramm Butter. Das ist natürlich toll, mein Rezept ist jetzt weg, weil mein Handy nämlich benutzt wird für euch.
damit die Aufnahmen auch gelingen. Und dann waren das, glaube ich, 330 Gramm Zucker und die vier Eier. Vier Eier weiß ich auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. Zucker ist es da. Marcel, kannst du mal gucken, ob 330 passen? Weiter geht's mit dem Zucker. 330 Gramm Zucker. Also recht reichhaltig, darf man nicht vergessen. Und dann haben wir vier Eier. Nicht genug angeschlagen. So, eins. Zwei. Drei. Und vier. Das Ganze jetzt schaumig rühren, das ist wichtig, dass man das schon mal vorweg einmal durchrührt ordentlich. Ich versuche jetzt hier erstmal die Butter ein bisschen klein zu bröseln. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich nehme mir lieber einen größeren Pott, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob unsere Rührschüssel da reicht. Besser ist es, im größeren Pott das zu machen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz dafür. Und ob das dann in Omnia reinpasst, das werden wir dann auch noch sehen. Aber das schauen wir uns dann an. Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber. Ist ja auch alles erstmal ein Versuch. So. Weiter geht's mit den Zutaten. Jetzt muss ich nochmal auf den schlauen Zettel gucken. Und zwar, ich glaube, jetzt geht's erstmal mit Schokoraspeln ein Paket los. Das sind in diesem Fall 100 Gramm. Dann gehen die 100 Gramm da rein. So, einmal. Dann haben wir Nüsse. Ich glaube, das war das nächste. Mehl. Ach, Mehl erst. Haselnüsse, doch, also so wie ich es gesagt habe. 200 Gramm, okay, da muss man ein Messer oder irgendwas haben zum Aufschneiden. Also wer Haselnussallergie hat, naja, der muss natürlich gucken. Dafür den ist der Kuchen natürlich nichts. So, und dann haben wir 200 Gramm Mehl. Kriegen wir auch hin. Mehl ist dort. Das war zu viel. Bisschen was zurück. Oh. Kommt hin. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, die größere Schüssel zu nehmen. So, weiter geht's. Eine halbe Packung Backpulver. Gut, dass ich hier noch was über habe. Das ist ein bisschen mehr als eine halbe Packung. Also mal ein bisschen weniger da rein. Passt. Wo geht's weiter? Ein Esslöffel Kaffee. Kaffee, oh, den müssen wir jetzt mahlen. Das ist nicht kein Kaffee. Dann hole ich jetzt erstmal das Mahlwerk. Und dafür muss Marcel erstmal den Inverter anmachen. Wie viel haben wir davon? Ein Esslöffel. Ein Esslöffel. Wenn das weitergeht, muss man den Mikrofon anstecken. So. Ja, ein Esslöffel, sogar frisch gemahlen, besser geht's ja nicht. Achtung, wird laut.
Gut. Inverter kann wieder aus. Und dann haben wir hier unseren Esslöffel Kaffee. So. Dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Halber Teelöffel Zimt. Ein halber Teelöffel Zimt. Da ich hier Zimt und Zucker zusammen habe, machen wir ein bisschen mehr ran. So. Passt auch. Wo geht's weiter? Teelöffel nehmen, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe gesagt, mach ein bisschen mehr, hab einen halben Esslöffel. Circa 15 Esslöffel Milch. 15 Esslöffel Milch. Mal sehen. Die ist schon angefangen. Sechse. Ich brauche die zweite. So, 15 haben wir auch. Ein Esslöffel Kakao. Und ein Esslöffel Kakao. Ich glaube, auch das kriegen wir hin. Wer es ein bisschen schokoladiger mag, kann natürlich auch stärkeren Kakao nehmen. Ich nehme mal hier diesen Nesquik. So. Haben wir auch. Und nun? Mische, Mische, Masche. Mische, Mische, Masche. Na, gucken wir mal. Sehen, ob das noch geht oder ob wir das hier mit der Hand bald durchrühren müssen. Wir schauen einfach mal. So, jetzt kommt das Interessante. Ich packe da jetzt erstmal was unter, falls mir nämlich was in die Mitte reinläuft, dann ist das nicht gleich auf dem Glasdingens. Jetzt heißt das erstmal hier schön verteilen, das Zeug. Es läuft förmlich schon von ganz alleine da rein. So, den Rest hier ein bisschen verteilen. Kratze ich das doch noch alles schön zusammen. Jetzt müssen wir das noch schön verteilen, ne? Das ist auch wichtig. Und dann hoffe ich, dass er nicht zu weit aufgeht, denn die Schüssel ist ja doch schon relativ voll. Aber das werden wir dann sehen. Mal sehen, ob er eine ordentliche Kugel bildet oder nicht. Schauen wir uns dann an. Wie immer müssen wir jetzt natürlich gucken, das mittig aufzustellen. So. Jo. Na dann, geben wir ihm mal Feuer. Marcel, weißt du noch, was im Rezept steht? Wie lange? Nee. Gut, müssen wir gleich mal gucken. Sagen wir euch gleich noch. Aber erstmal Volldampf, dass er so auf 100 Grad kommt. Und das so 4 bis 5 Minuten. Erfahrungsgemäß passt das. Ja, der Kuchen steht jetzt drauf. Es wird echt eine Spannungssache werden, inwiefern der so hoch geht. Also der andere ging ja relativ gut hoch und ja, was soll ich sagen, der hat natürlich dann auch ein bisschen Volumen oben zugenommen, aber wir werden es sehen, alles gut. Er hat ja noch ein bisschen Luft nach oben, also ich mache mir da nicht so viel Gedanken, wird schon gehen. Also wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Laut dem Originalrezept, denn das möchten wir nochmal euch heute sagen, ist die Tatsache, dass alles, was wir hier in Buggys Kombüsenstudio machen, ist nach Hausrezept. Die sind nicht angepasst auf einen Omnia, die sind nicht angepasst auf einen Van, sondern das sind die Sachen, so wie zu Hause, so auch. Denn das hat Stefan gesagt, ihr habt es ja vielleicht in diesem einen Video gesehen, wie heißt das hier, das mit dem roten Ding, ich blende es euch ein, ich weiß gerade, wie er heißt, auf ein Wort irgendetwas, wie es weitergeht, so ist das, Mensch. Ja, genau. Ich brauche ja nicht fragen. Wenn ich nicht das Ding so wie zu Hause nutzen kann, dann schmeiße ich das in den Müll, habe ich gesagt, so. Wiederhol das nochmal. Genau. Und dann kriegt er aber mit mir Ärger, weil immerhin habe ich ihm das geschenkt. Ja, das war auch ganz schön teuer. Ich weiß. Alles gut. Ne? Nee, also. Originalrezept sagt, ihr sollt zu Hause das auf eine Stunde backen lassen. Erfahrungsgemäß könnt ihr das hier so um 40 Minuten backen lassen. Das geht hier schneller.
Das war so 170, 190 Grad, ne? Ja, 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 ich glaube genau, 190 Grad zu Hause. Wir können das ja einblenden oder wir können das ja mit auf dem Rezept dazu schreiben für zu Hause, ja, ne? Theoretisch, aber wobei, ihr sollt ja nicht zu Hause. Ihr sollt es unterwegs machen. Ihr sollt es unterwegs machen, ihr sollt genauso diese Leidenschaft entwickeln wie wir, weil, tja, was ist, gibt's nichts Schöneres, als halt im Van zu kochen, zu backen, zu essen und theoretisch Freunde dazu einzuladen, macht doch immer Spaß. Genau, wir lassen das jetzt erstmal hochheizen und dann habe ich meine Nadel wieder, wo ich gucke dann, ob es gut ist. Das heißt, ich stelle mir jetzt erstmal einen Timer auf 30 Minuten. Das ist immer erfahrungsgemäß ganz gut. Dann guckt man mal rein, wie es denn aussieht. Dann ist es meistens wirklich so, noch 10 Minuten braucht er noch. Und dann pieksen wir mal ein und gucken, wie es dann aussieht mit dem Teig. Ja. Und vorher hoffen wir, dass er nicht überquillt. Das werden wir gleich sehen. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht ist auch dann die Kamera wieder an. Ja, mal gucken. Es wird Zeit. Jetzt sind 50 Minuten um. Man muss das ja dann mal so ein bisschen testen und ich würde sagen, der sieht ganz gut aus. Wir gucken, ob irgendwas dran bleibt. Nee, sieht gut aus, perfekt. Können wir nochmal an anderen Stellen machen, aber alles super. Also von daher, der ist durch. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Auf welcher Hitze habe ich den laufen lassen? Auf kleine Flamme auf jeden Fall, hier an diesem Herd. Ja, und dann 50 Minuten halt, ne? Also das dauert halt ein bisschen, bis er durch ist. Er ist auf jeden Fall schön aufgegangen und schön fluffig geworden. So ein bisschen ans Thermostat ist er rangekommen, aber das ist nicht so schlimm. Ja, jetzt muss er abkühlen, bevor wir den dann umstülpen können sowieso und bevor wir dann auch den, hier in dem Fall diesen Schokoladenguss darüber machen können. Das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Wenn ihr das lieber mit Puderzucker machen wollt, dann macht da einfach nur Puderzucker drüber, das geht auch. Das ist so rezeptmäßig und auch geschmacksmäßig ein bisschen orientieren. Ja, kann man sich da natürlich ein bisschen abwandeln. Wir machen den Schokoladenguss drüber, aber ohne Nüsse. So sieht's aus. Eine gute Viertelstunde bis 20 Minuten ist vergangen. Er ist jetzt soweit ein bisschen abgekühlt, dass ich ihn zumindest schon mal anfassen kann. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich die Topflappen. Könnt ihr halt natürlich jeden Art von Topflappen nehmen. Das ist egal. So, Teller drauf. Einmal umgestülpt. So. Können wir das Ganze hier rausnehmen. Dann habt ihr auch nur noch die Silikonform dort. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Heben wir nochmal aus. So, jetzt noch an der Seite irgendwie angreifen können. Da. Einmal ringsrum. Lösen. Ein bisschen krümelig an der Seite. Wundert euch nicht, das ist ein sehr, sehr krümeliger Kuchen. Das ist normal. Deswegen muss man teilweise auch ein bisschen vorsichtig sein, den rauszuholen. Seht ihr? Da haben wir nämlich noch was dran an der Form. Aber das ist nicht so das Problem. Das wird einfach wieder rangesetzt und dadurch, dass ja ein Schokoladenguss da drüber kommt, werdet ihr das sowieso nicht merken. Oder wird es kein anderer merken. Nur ihr wisst es. So, jo, das Thema ist durch. Das da hat ja gar nichts mit zu tun. Das ist ein anderer Kuchen. Wir sind heute irgendwie im Backfieber. Und ja, ich packe das jetzt hier wieder ran einfach. Und dann kommt da nachher ein schöner Schokoladenguss drüber. Jetzt könnt ihr überlegen, entweder den so mit dem Schokoladenguss zu nehmen oder andersrum. Ich glaube, ich würde eine ausnahmsweise mal so nehmen. Hat mal eine andere Form. Ja, das muss man so ein bisschen selber sich überlegen, wie man es denn haben möchte. Und dann, ja, dann heißt das, jetzt muss es noch ein bisschen weiter abkühlen, weil direkt dort die Schokolade draufpacken ist nicht so dolle. Also ein bisschen kühler sollte er sein. Und die Schokolade machen wir dann im Wasserbad. Das werdet ihr gleich sehen. Das geht jetzt hier sofort weiter. Zeit für uns wird jetzt ein bisschen vergehen dafür. Für euch natürlich nicht. Es wird Zeit, dass wir weitermachen. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt. Und ja, ich benutze jetzt hier so eine ja, Glasur sozusagen. Schokoladen-Vollmilchglasur. Also ihr könnt natürlich auch Schokolade normal nehmen. Das hier ist natürlich einfacher, weil das Ganze
ins Wasserbad dann im Prinzip gesetzt werden kann. Ich habe hier ein bisschen Wasser reingepackt, das ist leicht warm. Ich werde das noch ein bisschen weiter erhitzen, aber auf wirklich kleiner Stufe, damit das auch nicht anschmilzt oder sonst was. Das heißt, wir drehen das einfach runter und dann kann das jetzt ein bisschen wärmer werden. Was wir natürlich machen können, ist gleich das Ding abziehen und dann können wir auch natürlich gucken, was da drinnen los ist, wann das geschmolzen ist. Ich habe mir jetzt zwei Utensilien noch hierher gepackt und zwar ist das einmal ein Löffel. Das nehme ich mal rauf, ich glaube, weil das sieht man nämlich nicht. Ein Löffel und ein Messer. Den Löffel zum Umrühren, damit wir da mal zwischendurch durchrühren können und natürlich, um das dann rauszubringen, auf den Kuchen drauf. Und das Messer dann, um es dann natürlich hier schön auch um den Rand und alles schön zu verstreichen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen Aufwand, aber das geht schon alles. Jetzt haben wir hier noch eine Alufolie drum gebaut, um diesen Kuchen oder drunter eher gesagt, denn es schmiert schon ein wenig, auch nach unten. So läuft das nicht alles auf den Teller und ich kann das dann auch relativ einfach die Alufolie von unten dann entfernen, wenn der Kuchen dann wieder mit der Schokolade, mit der Überzug getrocknet ist, kann man das ganz einfach unten abziehen und dann kann man den Überschuss sozusagen einfach in den Müll schmeißen und weg ist das. Das ist halt alles ein bisschen sauberer so. Ja, jetzt warten wir, bis die Schokolade schön flüssig ist und dann geht das hier weiter. So, da ist immer noch die Schokoglasur für diesen wunderbaren Kuchen am Machen und dort im Bild seht ihr einen wunderbaren, richtig leckeren, gerade für dieses Wetter herbstlichen Apfelkuchen. Wenn ihr wissen wollt, wie der gemacht wird, dann müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. An einem Dienstag um 18 Uhr wird er kommen. Ich kann es euch leider Stand heute nicht sagen, welches Datum es ist, aber noch in dieser ersten Staffel von Buggys Kombüsenstudio gibt es diesen richtig leckeren Apfelkuchen. Genau, verraten kann man auf jeden Fall eins, der ist auch genauso einfach wie unser Marmorkuchen. Genau, aber für das herbstliche Wetter, was wir gerade haben, genau das Richtige. So, ich denke mal, du fängst jetzt an mit Schmierereien, ne? Ja. So, jetzt kommt die Schokoglasur darüber. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, ne? Das ist ein bisschen fummelig, habe ich ja gesagt. Ein bisschen versuchen, gleichmäßig zu machen. Und dann wird das noch schön verstrichen. Ja, ich glaube, das kriegt man auch mit einem Löffel recht gut hin. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich da jetzt gar nicht mehr das Messer für brauche. Umso weniger Abwasch haben wir, ne? Muss man ja mal so sehen. Wir wollen ja auch überall hier hin. Wenn ihr natürlich es liebt, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr Glasur drauf, dann müsst ihr natürlich ein bisschen mehr, vielleicht noch einen zweiten Becher haben. Für mich ist das okay, weil ich mag das jetzt nicht zu viel. Daher reicht mir das eine und gegebenenfalls muss man dann auch zwischendurch nochmal trocknen lassen. Denn wenn ich jetzt überlege, gleich nochmal eins hier drüber zu hauen, ich glaube, dann sollte das erstmal ein bisschen antrocknen. Das wäre dann doch schlau. Aber ich reiche auf jeden Fall hier ganz locker. Mit einmal 200 Gramm sind das. Falls ihr ein Maß dafür noch braucht. So, jetzt kommt noch der Rest hier einmal verteilt. Und normalerweise könnte man jetzt noch Nüsse hier rauf streuen oder irgendwas anderes, so ein, wie heißt das, so schön, Krokant, genau, dankeschön. Krokant könnte man natürlich auch noch, kann man natürlich auch selber machen, Mandeln vielleicht, genau. Also es gibt halt mehrere Möglichkeiten, was man da natürlich noch machen kann. Der Vorteil hierbei, hier brauche ich nichts abwaschen, das geht einfach so in Müll. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, dass euch das Auto nicht verschmiert. Jetzt lassen wir das trocknen und dann ist er fertig. Und schon wieder sitzen wir beim Essen. Mann, 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 Mann. Ja, aber das gehört doch zu Buggys Kombüsenstudio dazu. Ja, mal sehen. Nach der Staffel werden wir bestimmt ein paar Kilo zugenommen haben. Schauen wir mal. Bin gespannt. Ja, zurzeit ist es natürlich sehr kuchenlastig. Ihr habt es mitbekommen. Die ersten Folgen waren so das reine Backen. Wir hatten jetzt Hähnchen-Sahnesoße. Das war extra. Es wird nicht nur gebacken, ja? Wir sind beim Brotbacken noch in der Prüfung, was wir so machen können. Aber wir wollen definitiv mehr. Und wir sind natürlich auch auf euch angewiesen. Kann es sein, dass der Kühlschrank noch offen ist?
Nee. Sieht nämlich so aus. Nee, der ist nicht offen. Gut, auf jeden Fall sind wir auf euch angewiesen, um dann wieder zurückzukehren. Einfach rezepte@buggy-kombüsenstudio.de. Die Adresse kriege ich langsam drauf. So viele Videos, wie ich jetzt in letzter Zeit geschnitten habe, wo diese Adresse eingeblendet worden ist und ich mal falsch gesagt habe. Ja, so kommt das hin. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr so an Ideen und Vorschläge da so habt. Also mal gucken. Genau. Ja. Falls ihr das natürlich nicht per Mail schicken wollt, dann auch gerne rein in die Kommentare. Dann haben auch andere direkt was davon. Ja. Aber das ist nur die Zukunft. Jetzt sind wir in der Gegenwart. Wir haben hier eine schwarze Buchte. Ihr seht es jetzt hier. Hier ist es ein kleiner. Hier ist auch noch ein anderer Kuchen. Das ist der Marmorkuchen, den wir mal gebacken haben. Ja, weil ich brauche ja auch irgendeinen Kuchen, weil irgendwas brauche ich ja. Sonst, weil ja, den, du magst den ja nicht. Den mag ich definitiv nicht, weil da ist Kaffee drin, da sind Nüsse drin, ist definitiv nicht meins. Aber wie gesagt, ihr seht jetzt den Unterschied hier einmal komplett. Ohne den Krokant, der hier, ne, das sind Haselnüsse. Ne? Das sind Haselnüsse, ganz normale Haselnüsse. Genau, Haselnüsse, wie gesagt, und den könnt ihr, wie gesagt, mit Krokant, mit Mandeln, mit Haselnüsse und. Was euch beliebt, könnt ihr einfach auf diesen Kuchen machen. Das Rezept dazu findet ihr auf unserer Internetadresse www.buggy-kombüsenstudio.de oder wer den alten Weg gehen will, einfach kreuzfahrtcamper.de und dann müsst ihr halt auf Kombüse gehen. Genau. Dann findet ihr das auch. Wir lassen uns jetzt das schmecken. Ich den reichhaltigen Kuchen, meinen Lieblingskuchen sogar. Und ich glaube auch von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die sind da auch immer happy, wenn ich den mache. Die werden sich morgen richtig freuen. Ja, das glaube ich auch. Fürchte ich auch. Mal gucken. Gut, wir lassen es uns jetzt hier schmecken, schalten euch aber dazu aus. Also ihr könnt theoretisch abschalten oder besser, ihr bleibt dran, guckt euch noch ein nächstes Video an und schaltet dann erst ab. Das wäre noch viel, viel besser. So ist es. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns beim neuen Kombüsenstudio-Video. Kommenden Dienstag, 18 Uhr, wieder. Und solange verbleiben wir mit tollen Grüßen auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Na, beinahe hätte ich mich voll verhappelt hier.